Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zu Let's Play Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr. Heute mit der letzten Mission zum letzten möglichen Ort, wo wir den Magus Biologus finden können, um den Space Marine Caius Dorn zu retten. Eine Sache noch vorher, ein bisschen lore-technisch, bevor wir die Mission starten. Ich bin natürlich ein riesengroßer Warhammer-Fan und das liegt hauptsächlich an der Lore, also an der Story, an diesem ganzen Setting, an der Atmosphäre und alles. Ich habe zwar auch damals das Tabletop gespielt und auch diese ganzen rundenbasierten Spiele, aber ich bin da ehrlich gesagt nicht gut drin in diesem ganzen Zeug. Von daher, so gesehen, ist Warhammer eigentlich nichts für mich. Aber ich finde es einfach total interessant, lore-technisch, und darum lese ich mir da auch oft irgendwas durch und sowas. Und ich wollte euch einfach mal sagen, wie wichtig und wie stark überhaupt Inquisitoren sind. Oft ist es so, wenn man an Warhammer denkt, dann denkt man hauptsächlich an Space Marines. Und Space Marines sind die stärksten und krassesten Kämpfer überhaupt und sowas. Und Inquisitoren werden oft so ein bisschen unterschätzt, aber die sind selber auch ultra stark. Ich habe euch ja im letzten Video schon von diesen drei Orden erzählt, die es bei der Inquisition gibt. Aber auch wie viel Einfluss so ein Inquisitor hat, kann man, glaube ich, damit ganz gut zeigen, dass ein Inquisitor einen Exterminatus befehlen darf, theoretisch. Was das ist, im Prinzip muss man sich das so vorstellen, das Imperium besitzt ganz viele Planeten, wo die Menschheit lebt. Und sollte irgendein Planet mal von irgendwas befallen werden, von Aliens angegriffen werden oder vom Chaos befallen werden oder irgendein ketzerischer Kult hat sich da gebildet. Und das ist so extrem stark und groß geworden, dass es nicht möglich ist, diesen Planeten zurückzuerobern, sozusagen. Also der Planet ist im Prinzip verloren und eventuell kann der Planet sogar auch von den Feinden benutzt werden, um irgendeine Basis zu bauen, um dann auch Einfluss auf weitere Systeme und Planeten zu haben. Und wenn es keine Möglichkeit gibt, diesen Planeten zurückzuerobern und zu befreien, dann kann ein Exterminatus befohlen werden. Und das ist sozusagen die allerletzte Notmaßnahme. Das wird auch nur ganz, ganz selten gemacht. Aber Exterminatus bedeutet im Prinzip, dass der komplette Planet ausgelöscht wird. Entweder wird er komplett unbewohnbar gemacht, das heißt, alles Leben wird zerstört. Und der wird so umgewandelt, sage ich jetzt mal, dass da auch kein neues Leben entstehen kann. Oder der komplette Planet wird so zerstört, dass der gar nicht mehr existiert, also dass der wirklich auseinanderbricht. Es gibt verschiedene Arten von Exterminatus. Entweder wird so ein Virus auf dem Planeten freigesetzt, was komplett alles organische Leben befällt. Also sowohl Flora als auch Fauna. Im Prinzip wird alles organische Leben davon befallen und getötet. Und dabei werden so biologische Abfallprodukte entstehen dabei. Und die werden dann mit einem Torpedo angezündet, die sind brennbar, werden angezündet. Und dadurch verbrennt im Prinzip der ganze Planet, die Atmosphäre und alles geht kaputt. Und man kann im Prinzip auf diesem Planeten nicht mehr leben, da ist kein Leben mehr möglich. Das ist eine Art von Exterminatus. Eine andere ist zum Beispiel, da werden Torpedos aus dem Orbit in den Planeten geschossen, die sich durch die Erdkruste, Planetenkruste fressen bis zum Kern des Planeten und explodieren da und reißen so den ganzen Planeten auseinander. Also ihr seht, es gibt viele verschiedene Arten von Exterminatus und ein Inquisitor kann so ein Exterminatus befehlen. Also so einflussreich und so stark und so wichtig sind die Inquisitoren für die Menschheit, dass die sowas sogar befehlen dürfen. Und die dürfen sogar auch auf einem Schlachtfeld dürfen die Space Marines Befehle geben. Also die dürfen auch Space Marine Orden befehligen. Also die sind wirklich richtig krass, die Inquisitoren. Naja, eine Sache ist mir noch aufgefallen, als ich mein letztes Video geguckt habe. Und zwar kann man hier vielleicht sogar die Skills wechseln, ist mir aufgefallen. Denn hier seht ihr ja psychische Mächte, Biomantie. Wir haben hier den Bioblitz. Und kann ich jetzt hier vielleicht einfach diesen Skill nehmen und austauschen? Ja, Tatsache. Okay. Also jetzt verstehe ich das auch. Man ist nicht auf die, im Prinzip nicht auf die Waffen angewiesen, habe ich das Gefühl. Was für Skills. Man kann die selber austauschen. Nur der Auto-Attack, der ist fest, aber die anderen Skills scheint man austauschen zu können. Was macht das denn hier? Gewährt dem Zauberwirker 30 Sekunden lang plus 15% Schadensreduktion. Ja gut, so toll ist Ausdauer jetzt nicht, aber kann ich dann auch die anderen Skills hier einfach reinwechseln? Ja, kann ich auch den Armor-Skill auswechseln? Nee, den Armor-Skill, guck mal, den Armor-Skill, den kann ich nicht wechseln. Oder? Kann ich hier noch irgendwas reinsetzen? Vielleicht kann das hier noch irgendwo. Ah, seht mal, hier auf diesem Ding ist der Armor-Skill. Was ist denn dann hier hinten für ein Skill? Also ich kann im Prinzip meine Skills selbst wählen. Was haben wir denn hier jetzt noch? Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns hier anständig ausstatten können mit dem Stab. Also Vernichtung.
Einzelzielangriff aus großer Entfernung fügt Warp-Schaden zu. Kann ich das hier auch reinmachen? Tatsache, okay. Mhm. Langsames Projektil, Levitation an Ausschalten, gewährt 25 Bewegungsgeschwindigkeit, die Fähigkeit fallen und Minen unentdeckt zu umgehen. Die Verwendung einer anderen Fähigkeit, damit können wir ein bisschen schweben. Okay, Weissagen, was haben wir hier? Vorahnung, 30 Sekunden lang 50% Schadensbonus für kinetische Angriffe, verringert außerdem die Schussströmung. Kinetische Angriffe ist also, wenn ich mit Waffen, also mit Schusswaffen, glaube ich, kämpfe, steht hier irgendwie dran, dass es ein kinetischer Angriff ist? Nee, oder? Nee, ich glaube, das zählt dann auch nicht. Da müsste, hier steht psychisch, physisch explosiv, das könnte hier ein kinetischer Angriff sein, die Granate. Okay. Interessant. Aber was ist das hier eigentlich hier hinten? Dieser Slot hier. Okay, das kann ich sogar auch, aber das bringt im Prinzip alles nichts. Also, wir haben eigentlich schon ganz gute Skills. Die sind schon eigentlich schon das Beste. Der Bioblitz, das Inferno und der geschmolzene Strahl, das ist eigentlich schon so das Beste, was wir aktuell haben können. Und die Flammengestalt als Armor-Skill, das ist eigentlich schon richtig so. Weil andere Skills will ich aktuell eh nicht drin haben. Und eben auch alle Skills, die wir drin haben, haben wir hier auch mit Runen und sowas ausgestattet. Also, das ist schon gut. Was ist denn, wenn wir hier wechseln? Diesen Skill. Ach, hier können wir nur den 2er und den 4er Skill austauschen. Aber das ist eigentlich gut. Nee, wir können das eigentlich so behalten. Also wir haben aktuell halt auch noch keine guten anderen Skills. Die schalten sich erst mit der Zeit frei hier auf Rang 6 Warp-Geschwindigkeit. Hört sich geil an. Wie bei Star Trek. 30 Sekunden lang plus 25 Schaden und minus Abklingszeit für alle Waffenangriffe. Das hört sich auch zum Beispiel gut an. Das wäre zum Beispiel eine Alternative, die ich dann vielleicht für den geschmolzenen Strahl oder sowas reinnehmen könnte. Hier Unglück ist noch, ändert die Rüstungskategorie gegen Angriffe des Zauberwirkers, den kann von schwer gepanzerten Feinden zu gepanzert und gepanzert zu nicht gepanzert. Hört sich auch ganz gut an, Unglück. Und hier haben wir, das schaltet sich erst später frei. Okay, nee, aber ich glaube, die Skills sind erstmal so ganz gut, aber jetzt haben wir schon mal rausgefunden, dass wir die Skills frei wählen können, die wir auf unserem Stab haben. Ist natürlich auch ganz interessant und gut zu wissen. Jetzt wollen wir aber mal in die Mission gehen, nach Tartarus 4. Eine Eiswelt, toll. Eine Eiswelt, die zuerst von einer Kolonie von Büßern bewohnt war, die jahrhundertelang unter der Oberfläche lebten. Sie wuchs zu einem weitläufigen Netzwerk unterirdischer Städte heran. Die ursprünglichen Gewölbe sterben jedoch ab. Verlängerte Warpwellen schufen ein Phänomen, das in der nördlichen Hemisphäre als kriechendes Eis bezeichnet wird und das alles verzehrt, das Wärme erzeugt. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten lebt in gepanzerten Gewölben, die letztendlich von der Eisanomalie aufgebrochen werden dürften. Aha. 420 Millionen. Art Todeswelt, okay? Bedeutung niedrig. Aber egal, gehen wir mal dahin. Hoffentlich haben wir jetzt nicht wieder so eine blöde Eiswelt, wo wir frei irgendwie rumlaufen können, die Karte riesengroß ist und wenn man letztendlich nichts findet. So, ich bin in Konjan zu einer möglichen Blablabla. Der Bereich wimmelt vor Feinden, jedoch unseren Sorgen den Präsenz einer kleinen imperialen Siedlung an der Wildnis. Hey, es steht überall das Gleiche, kann das sein? Rebell, stationäre Waffe, Rebellenmaschinen. Oh, okay, wir kämpfen hier also nicht gegen Chaos, wie bisher, gegen Chaos-Kultisten und Dämonen, sondern gegen Rebellen. Angriff auf Minenbohranlage. Okay, dann wollen wir das einfach mal machen. Und gucken mal, ob wir jetzt hier diesen Metrodora-Telema finden. Aber scheint wieder so, als ob wir hier wieder so eine Map haben, wo wir uns nicht frei bewegen können. Das ist natürlich sehr gut, das gefällt mir. Ich höre hier irgendwie Geballer. Hier scheint irgendwie Krieg zu sein. Aber ich will das, die Waffe hier, also die ist gut. So, dann wollen wir mal uns durch die Rebellenhorden schlachten. Inquisitor, the rebellious forces of the Astra Militarium have taken over the area. And they're fighting with the loyal Imperial Guards. The rebels have surrounded the colony where the Magus Biologus might be holed up, and their mortars attack the Imperial fort with artillery fire. I've just walked straight into a war, haven't I? It seems like it. I'll take care of the rebel mortars first. Okay, also hier ist ein Krieg ausgebrochen auf dem Planeten, wo Rebellen gegen imperiale Loyalisten, wir gehören natürlich zum Imperium, das heißt die Rebellen sind die Bösen sozusagen, ist es Star Wars nur umgedreht. Und wir müssen jetzt erstmal die Mörser zerstören, das ist unsere Nebenmission in dieser Mission hier. Haben wir hier irgendwas? Nö. Dann werden wir hier einfach, was haben wir hier? Rebellengardist, okay. Der kann nichts, hat das Spiel nicht verstanden.
Hier haben wir schon mal nichts. Hier haben wir wieder diese blöden Pilze, die auch schon in der letzten Mission waren. Wenn das Pilze sein sollen, ich weiß das nicht. Vielleicht ist es auch nur Schrott oder Steine oder so. Aber beim letzten Mal sah es aus wie Pilze. So, hier haben wir wieder ein paar Rebellen. Oh, das, ne? Gut, jetzt haben wir ganz schnell die, die Alarmbarke zerstört. Die hatte ich auch gar nicht gesehen. Das war ein bisschen doof. So, jetzt können wir hier in zwei Richtungen. Gehen wir erstmal nach rechts. Dann gucken wir mal, ob sie hier dann direkt Richtung Endziel geht oder nicht. Und wenn nicht, dann machen wir hier auch weiter. So, jetzt können wir hier wieder irgendwas machen. Was? Ich soll Cover suchen? Oh ja, darum wahrscheinlich. Weil die hier, ja, das Ganze beschießen. Aber das brachte hier irgendwie wieder nichts, hier hinzugehen. Denn hier ist einfach nichts. Außer, dass ich in so einen Hinterhalt gelaufen bin und jetzt hier bombardiert werde, ist hier eigentlich nichts. Ja gut, Nachschub ist hier. Aber gut, ist eigentlich drauf geschissen. Gehen wir weiter. Jetzt müssen wir nach links, denn wir müssen ja die Mörser zerstören. Und das sind zwei. Zwei sind links, wie ihr seht, mit den Lilanen, und einer ist rechts. Gehen wir also gleich erstmal nach links und suchen die Mörser. Gehen wir wieder ein paar 0815 gegen. Boah, was sind das denn für Viecher? Verdorbener Eradicator. Die sehen so ein bisschen aus wie die Viecher aus Edge of Tomorrow, falls ihr den Film gesehen habt. Die Aliens, gegen die da kämpfen, die sind so ähnlich. Aber gut, aus Warhammer kennt man dieses Design auch. You're safe to proceed, okay. Na dann, machen wir das auch. Ich muss immer gut gucken, weil irgendwie finde ich, Truhen sieht man hier so schlecht und ich will doch nicht an den Truhen vorbeilatschen. Das haben wir hier, da können wir einfach mal drauf schießen. Das hat nichts gemacht. Machen wir einen Strahl durch, töten alle damit. Ja, sehr gut. Wir sind zum Glück relativ stark, dadurch, dass wir schon so eine hohe Machtbewertung haben. Aber wir haben schließlich nicht beschissen oder gescheatet oder so. Wir haben uns das wirklich alles selber erkämpft. Und von daher habe ich da auch kein Mitleid. So, jetzt gehen wir jetzt erst nach oben oder gehen wir nach links? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach links weiter. Gut, wir spielen natürlich den Story-Modus, den Challenge. Der Challenge-Modus wäre vermutlich, ach du Gott, noch mal ein bisschen stärker, ein bisschen böser. Massaker. Zum Glück kann man hier mit dem Bio-Blitz echt gut durchfetzen. Das ist geil. Gehen wir jetzt hier nach unten. Was haben wir hier noch? 15 Gegner, die sofort tot sind. Hier werde ich schon beschossen aus einer Richtung, die ich noch gar nicht sehen kann. Machen wir alles kaputt. Und haben wir hier dann irgendwas? Oh ja, eine Truhe. Sehr gut. Zum Glück sind wir hier nach unten gegangen. Plasmapistole, Caligari-Credits, psychische Konzentration. Sehr gut. Hat sich schon mal gelohnt, hier nach unten zu gehen. Und alle Gegner abzufetzen. Gehen wir weiter nach hier oben. Die Mission, also die Map scheint ein bisschen größer zu sein insgesamt. Natürlich nicht so groß wie diese Eiswelt damals, aber... oh, was haben wir denn da? Bullgrün. Gut, schieß mal einfach mal da drauf, was dann passiert. Das, was explodiert. Gut. So, wir sollten vielleicht erstmal diese ganzen Arschlöcher da oben töten. So, machen wir auch mal. So, eine Granate rein, so. Ein Strahl. Gut, so stark ist der Strahl irgendwie nicht. Erstmal das hier kaputt. Kaputt machen und das den Typen und das. Aua, nicht verprügeln. Jetzt hauen wir den Apfel wieder zurück, dann kann er nämlich nichts dagegen tun. Und ist relativ schnell kaputt. Ne, der kommt nämlich gar nicht zu uns hin, das ist nur das Doofe, wenn der Nahkämpfer ist. Aber der blockt die ganze Zeit. Also ich mache mir natürlich echt wenig Schaden. Aber er ist kaputt. Das ist sehr gut. Und dann können wir weitermachen. Ich schmeiß, glaube ich, zu. Ach du Gott. Was haben wir denn hier? Da schmeißt man, glaube ich, mal eine Granate drauf. So, werfen. Gut, hat nicht so viel gebracht, aber jetzt machen wir einfach mal das hier an und das hier an. Und dann mal rein.
the price I pay for power. Wieder ein bisschen Warp-Hitze abbauen. Wir schön in den Nahkampf gehen, weil wir haben ja diese Flammenscheiße um uns rum. Gut, jetzt nicht mehr, aber egal. So haben wir wenigstens alles relativ schnell kaputt gemacht. Das hat schon mal was gebracht. Ach, hier ist dieser Granat-Teleportationsbarke. F drücken, um zu interagieren. Ups. Scheiße, das wollte ich überhaupt nicht. Oh. Jetzt wollte ich gucken, was diese Teleportationsbarke kann. Dadurch habe ich mich jetzt wegteleportiert und muss natürlich erstmal den Granatenwerfer, das Mörser-Ding da hinten kaputt machen. Ich Trottel, ey. Mann. Ja, ja, eine zweite Angriffswelle ist mir doch scheißegal. Ich werde jetzt hier diesen Mörser so gedrückt halten, um zu interagieren. So, jetzt können wir den hier nämlich ausmachen, den Granatwerfer. Aua. Und dann haben wir den nämlich weg. So. Jetzt gucken wir nochmal eben, ob hier irgendwo eine Kiste steht. Aber sieht nicht so aus. Nö. Hier können wir noch was kaputt machen. Ups. Das explodiert immer gut. Das gefällt mir. So, und dann jetzt benutzen wir die Teleportationsbarke, um hier wegzukommen. So, jetzt können wir nämlich den anderen Weg gehen, nach Norden. So. Jetzt macht's auch Sinn. Alles klar. Dann wollen wir mal hier zu dem und dem. Gut. Das ging schnell. Dann hauen wir da mal einen Skill rein. Machen da ein paar Skills. Ja. The next time there's an aerial strike, I want to coordinate first with the Imperial Navy. Achso, das sind nicht mal, das sind sogar unsere Leute, die immer diese, immer diese Mörserschläge auf uns machen, oder was? Ich bespucke euren Imperator, Alter. Geht gar nicht. Was können wir hier machen? Können wir hier interagieren? Weiß ich nicht. Irgendwas ist hier auf jeden Fall. Ah, okay, da war einfach nur ein Typ dran. Den musste ich einfach nur töten, dann ist das hier automatisch kaputt gegangen. Jetzt will ich aber erstmal hier hinten nach links. Da hat mich gerade der Kampf irgendwie immer weiter nach oben gezogen. Ich wollte aber eigentlich erstmal hier rüber, um zu gucken, was hier ist. Ah, eine Truhe, seht ihr mal. Zum Glück bin ich hier hingegangen. Elektrofragment, ja gut. Das hat natürlich jetzt nicht so viel gebracht, weil ich immer noch nicht weiß, wozu diese Elektrofragmente gut sind. Ich tippe einfach mal drauf, dass man damit Sachen craften kann. Aber wie man craftet, haben wir noch nicht rausgefunden. Können wir vielleicht auch noch gar nicht. Ich weiß es nicht. Aber früher oder später werden wir es, denke ich, erfahren. Da haben wir, gut, so einen Nachschub. Warte rein. Ja. Jetzt haben wir keine Granaten mehr. Die habe ich jetzt komplett alle gemacht. Vielleicht müssten wir mal einen Nachschub, Granatennachschub finden. Das wäre besser. Irgendwie wieder durch eine Falle gelatscht. Ich bin so gut. Habe ich die jetzt schon ausgelöst? Irgendwie nicht. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt hier hin. Hier kommen wieder 1000 Gegner bestimmt. Genau. Dann drücken wir einmal wieder die 3. Und den. Machen wir hier auch gar nicht rein. Der eine Tarantula-Turm, der lebt da noch? Achso, oh, ich habe wieder so einen bösen, lilanen Chaos-Sturm beschworen. Da habe ich gerade gar nicht gemerkt. Das war natürlich doof. So, und interagieren. Und damit den Mörser ausschalten. Wie, jetzt haben wir hier nicht so einen Teleportations-Bark oder was? Nö. Okay, anscheinend haben wir hier keine Teleportations-Barke. Dann gehen wir einfach zurück. Hier noch irgendwo was. Sieht nicht so aus. Gut. Was haben wir überhaupt noch für Wege? Haben wir eigentlich alle anderen Wege bereits abgegessen, die möglich waren? Ja, oder? Sieht so aus. Als ob wir keinen Weg bisher vergessen hatten. Was war das? Das hier war das Teleportationsding, oder? Das sieht so aus. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir wieder ein paar 0815 Gegner. Die muss man natürlich auch treffen.
Macht Spaß. Wow. Hier oben haben wir nichts. Die kriegen wir aber, glaube ich, wieder aus. Oh, eine große Kiste. Da ist bestimmt wieder irgendwas Böses drin. Ja, war so klar. Was kommt jetzt hier? Toll, das ist aber nicht schlimm. Ja. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was in der Truhe drin war. Ob wir da... So, ah, das sind diese Teleportationsbarken. Wenn wir einfach nicht durch die Falle gelaufen wären, oder die Teleportationsbarken vorher zerstört hätten, dann wären bestimmt gar keine Gegner gekommen. Wir machen mal alles kaputt, bevor irgendwas passiert. Und ich habe, wie gesagt, leider nicht drauf geachtet, was in der Truhe war. Darum keine Ahnung jetzt, ob wir was Gutes gekriegt haben, aber wir werden es ja am Ende der Mission, denke ich, rausfinden. So, was haben wir hier für Gegner? Da schießen wir einfach mal drauf auf das Ding. Hallo. Explodiert's hier. So. Oh, da kommt was Böses runter, so wie es aussieht. Oder? Nee, doch nicht. Okay, ist nichts passiert. Dann ist das Ganze ja nicht so schlimm. Dann gehen wir weiter. Ich würde gerne ein bisschen weiter rauszoomen können. Was schießt hier noch auf uns? So ein Schädel. Ah, da haben wir schon das Ende, aber wir müssen eigentlich noch einen Mörser zerstören. Darum gehen wir erstmal hier noch weiter nach rechts. Da sehe ich auch hier unten einen NPC. Also das scheint die zu sein, dieser Magos Biologus. Der wird mir schon auf der Karte angezeigt, dass da was Grünes ist. Time for payback. Und was haben wir jetzt hier? Autokanone. Da gehen wir einfach mal mit. Ja toll, die ist wieder in die komplett falsche Richtung. Das bringt gar nichts. Das finde ich irgendwie komisch, dass die Kanonen, an die man hier gehen kann, immer falsch rum sind. Oh, so ein Feldwebel. Also, da müssen wir halt stärkere Geschütze aufbauen. Jetzt haben wir hier wieder irgendwelche Chaosstürme beschworen. Wieder so ein Lilanes, habe ich gerade gesehen. Der ist weg. Hallo. Hallo, klick den doch mal an hier jetzt. Gut. So, das habe ich immer noch nicht verstanden. Auto kann ich nochmal. Kann mich jetzt hier irgendwie drehen? Nee. Ich kann nur geradeaus feuern. Das bringt doch gar nichts. Das ist doch scheiße. Das ist doch. Check ich halt echt nicht. Aber egal. Drücken wir das einfach mal. Dann haben wir auch den dritten Granatwerfer ausgestellt. Try to move against the Imperial Guard now, Rebels. Good work. The Rebels wouldn't be able to launch artillery fire for a while. Auch keine Truhen oder sowas hier? Nö. Aber jetzt gehen wir einfach mal zu unserem Magos Biologus und gucken mal, ob wir den jetzt hier irgendwie mitnehmen können. Um unseren Space Marine zu retten. Ich frage mich, was passiert, wenn man einfach hier hinsprintet, ohne die Granatwerfer auszustellen. So. Ist sie hier? Ja, hier ist jemand. Ja. This is an Adeptus Mechanicus quarantine zone, Inquisitor. You must leave. Oh, Quarantänezone. You should have told me that before I came in to rescue you. If that was an attempt at sarcasm, you're wasting your time. Rest assured, the Conclave will be notified of your support. I've been looking for you for a while. I need your expertise. I'm a high-ranking geneticist of the machine god. My extraordinary skill set is undoubtedly best employed here. I have an Adeptus Astartes with grievous injuries on my ship, and I need him walking and talking. How often do you have the opportunity to work on one of the angels made flesh? This new information requires me to reconsider. I will accompany you, Inquisitor. Jawohl, sie kommt mit. Eigentlich wollte sie nicht, aber als sie gehört hat, dass wir einen Space Marine an Bord haben, hat sie gesagt, ey geil, dann komme ich doch mit. Jetzt machen wir hier erstmal wieder alles kaputt. So. Gut.
Station verlassen. So, jetzt können wir, denke ich, dann auch unseren Space Marine heilen. Es sei denn, die braucht jetzt wieder irgendwas. Aber gucken wir einfach mal. So, XP gibt es wieder ohne Ende. Ah, kurz vor Level 6. Psychische Konzentration, Augenimplantat. Müssen wir gleich mal gucken, ob das was kann. Plasma-Pistolen und sowas brauchen wir eigentlich alles nicht. Klicken wir mal hier drauf. Neuer Stab wäre eigentlich cool. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Allerdings hat er nicht diesen coolen AOE-Effekt, der unser Stab aktuell hat. Neue Signum, neue Armor, ein bisschen bessere Qualität. Okay. Machen wir mal weiter. Kaiosdorn retten. Nach zahlreichen Strapazen habe ich es geschafft, einen erfahrenen Magus Biologis zu finden. Während meiner Suche nach dieser Metrodora Telema habe ich auf einer infizierten astropathischen Relaisstation die Ordnung wiederhergestellt und die Gerechtigkeit des Imperators über die erbärmlichen Nörgel ausgeburten walten lassen. Der Magus Biologis wird nun mit der Arbeit an dem verwundeten Adeptus Astartes beginnen, der mich hoffentlich mit wichtigen Hinweisen über die Mater versorgen kann. Schicksal Rangpunkte abholen. Neue Stufe erreicht. Oh, wir sind doch Stufe 6 und haben jetzt hier freigeschaltet Psionikas, aber unglückt. Das ist das, was ich gerade schon gelesen hatte. Und ein Fertigkeitenpunkt. Mal sehen, den Fertigkeitenpunkt packen wir jetzt einfach mal wieder hier rein. Nee, das war Minus. Ich meine natürlich Plus. Nee, hä? Achso, Fertigkeitenpunkt. Hier, den habe ich. Hier habe ich einen bekommen. Okay. Was haben wir hier? Schaden für Flächeneffektfertigkeiten. Nehmen wir. Alles klar. So, dann gucken wir mal hier. Die Armor. Gibt Hitzewiderstand, ja, irgendwie weniger Schadensreduktion, aber mehr Allwiderstand. Hat irgendwie eine höhere Qualität, aber warum, weiß ich nicht. Wie sieht denn die aus? Oh, die nehmen wir einfach mal. Hier scheinen wir nicht den Skill einfach wechseln zu können, wie wir Bock haben. Dann haben wir hier ein Signum Set 1. Gucken wir mal, wie der Stab dagegen ist. Der schlechter, okay. Nee, hä? Wartet mal. So, jetzt hier, jetzt. Ah doch, der Stab ist besser. Hat zwar einen anderen, aber hier plus 7, unser Alter hat halt plus 7,8% auf Biomanzie-Zauberspruchschaden. Das hat der hier nicht. Auch wenn er eine viel höhere Qualität hat als unser Stab. Ich glaube, unser Stab ist immer noch besser, so von den Werten her. Erstmal ist der Auto-Attack cooler, weil er so ein AOE ist. Und mehr Schaden aus Biomanzie-Zaubersprüchen, die wir ja eh hauptsächlich benutzen. Ist, glaube ich, geiler. Also Augenimplantat, Fernkampfschaden, Schaden gegen blutende Feinde hier. Ist auch nicht so gut, habe ich das Gefühl, das Augenimplantat. Das Signum gegen normale Feinde, Schaden bei Umzingelung, gegen Karte, Unterdrückungsschaden. Tja. Und das andere Signum, Schaden. Aura-Effekt, Fertigkeitenschaden. Wo ist das hier Aura-Effekt, Fertigkeitenschaden? Das hier oben, zählt das dann als... Ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, alles, was wir kriegen, ist immer schlechter als das, was wir aktuell anhaben. Auch wenn das andere natürlich uns eine höhere Machtbewertung geben wird, das muss man natürlich auch mit einrechnen. Eine höhere Machtbewertung erhöht auch den Schaden in den Missionen selbst. Und das könnte dann eventuell sogar den verlorenen Schaden von den Effekten allein vielleicht sogar ausgleichen. Ich weiß das halt nicht. Wenn ich jetzt hier auf 7,8% Biomantie-Zauberspruchschaden verzichte, aber dadurch 17% höhere Qualität bekomme, ja, ich weiß nicht, ob ich dann auch, ja, 7,8% in den Missionen werde ich wahrscheinlich nicht. Das könnte man mal rausfinden. Ich glaube, das werde ich einfach mal offline machen, außerhalb des Videos. Ich werde einfach mal gucken, in der nächsten Mission, obwohl, nee, das kann ich auch im Video machen. Ich tue den Stab mal hier hin, so. Und dann werde ich einfach gleich mal dann erstmal zu der hier laufen. So, das alles verkaufen, das wollen wir alles nicht. So. Und dann werde ich gleich einfach mal mit meinem zweiten Waffenset, tun wir einfach mal den Stab. Wartet mal, wie viel gibt das? 16 und 15 und der gibt 21. Der 38. Ich könnte sogar meine Macht noch höher tun, indem ich hier die beiden Kraftstangen benutze, anstatt diesem Stab. Aber egal, ich will das mal rausfinden. Das mache ich im nächsten Video. Wenn ich, wie viel jetzt diese erhöhte Macht in der nächsten Mission bringt an Bonus, im Gegensatz zu, wenn ich nicht diesen Stab drin habe. Das könnte vielleicht irgendwas bringen. Mal gucken. Jagd auf die Matte. Sprech mit Metrodora über die Kondition des Space Marines. Wo ist die denn überhaupt? Ah, jetzt steht sie hier sogar rum. Ah, das werden wir aber erst im nächsten Video machen. Ich würde sagen, ich sage jetzt hier erstmal Tschüss. Im nächsten Video werden wir dann mit dieser Frau sprechen und die nächste Mission starten. Und wir sehen uns dann die Tage wieder. Ciao, Leute.